That's it, man. Game over, man. It's game over. Hallo liebe Community, herzlich willkommen wieder zurück zu Alien Swarm Let's Play Together hier mit den Jungs von Möbius Gaming und unserem Stammkaninchen, Mr. Katafi. Du alter Sportreporter. Ja. Ja, wir sind hier wieder voll unterwegs, das ist übrigens auch die letzte Map, die wir jetzt hier bestehen dürfen. Wir haben so kleine Änderungen vorgenommen, ich trage jetzt wieder eine fette Rüstung. Und was haben wir noch alles mit dabei? SK hat hier die jetzt Personal Defense Weapons. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was die können. Einfach sehr schnell alle gehen. Ja, und auch sehr schnell feuern. Also ja, ja. Persönliche Defensivwaffe. Das ist so ein bisschen wie die Dual Pistols aus Left 4 Dead. Ich meine, da steht schon als Hinweis, hoher Munitionsverbrauch. Genau, uses ammo quickly. Und eine Tesla Sentry Coil. Geil. Ich glaube, 3 Stück hat man davon, glaube ich. Ja. Um Gegnermassen zu stunnen. Ja. Wir hoffen einfach mal, dass jetzt keine Infestation mehr kommt. Infestation. Ja, sonst habt ihr ja hier dich. Mama Heilerin, genau. Was Mama Heilerin, genau. Rechts vielleicht auch lesen könnt, ist, wir müssen jetzt hier einen Sprengkopf zünden und dann fliehen. Also ja. Wir gehen davon aus, dass es hier alles auf Zeit geht. Ne? Ich kann mich auch rudimentär erinnern, aber ich will euch also nicht spoilern, ne, liebe Community. Und wir heizen einfach mal los und ich bin mir sicher, wir kriegen jetzt richtig auf die Mütze. So, ja. Auf geht's. Good luck, have fun und so. Gell. Okay, los. Wo ist ein Alien? Da. Safety first. Steht Safety auf. First. Aber Safety ich, first. Ich hab gedacht, schön. Laufen wir nicht. Step ahead. Step ahead. Geh ich jetzt nach hinten wieder, oder was? Alien! Facehugger. Oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, es war ein Facehugger. Ja? So viel zum Thema, es gibt keine Infestation. Nee, das waren keine Facehugger. Das waren so kleine andere Käfer. Also, die sahen bei mir anders aus. Okay. Das sind keine Facehugger, das sind Face-Eater. Mhm. Face-Eating Gas. Genau. Wir müssen ja grob rechts rum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hinten ist wer? Ja, ja. Etwas, meine ich. Ja, ja. Da sind sie wieder. Oh. Ja. Da ist diese Doppel-Minigun, hätte ich fast gesagt. Nicht ja, eine Doppel-Minigun. Na, diese Mini-Mini-Guns, du weißt schon. Guck mal, da ist ein Smiley drauf! Stimmt! Lalalala. Das ist aber, glaube ich, ein Sprengkopf, ne? Riesiger. Nein, das ist, Das enthält die gesammelten Werke aus dem Waldorf-Kindergarten. Ach so, genau. Gesammelten Werke aus dem Waldorf. Kannst du. Nee, du hast keine Welder dabei, oder? Nee, zum hab ich Türen nicht. Verschmeißen? Und wow! Wow. Schwarmdinge! Lass doch den armen SK da vorne nicht alleine. Mach ich nicht. Hinten. Ich denke halt nur nach Möglichkeit nach hinten immer. Hier ist noch so ein Fliegeviech, danke. Bitte. Oh! Wieder dieser angesetzte Schuss von Leo, ja? Au! Das tut mir echt leid, aber ich zieh halt genau auf die Minions. Die Minions, ja. Was ist denn unten? Ich bin ja neugierig. Von hinten kommt einer. Es gibt da in Deutschland so einen alten Spruch, der heißt Neugier ist der Katze tot. Übrigens, mich hat Neugier war der Katze tot. Dieser kleine Käfer. Einer hat mich gerade angesprungen, die machen richtig Schaden. Aber keine Infestation oder die, was? Die explodieren halt irgendwie. Oh, das ist hier ein. Und durch und reinhalten einfach. Sehr gut. Hier ist irgendein Riesending. Ja, eine Mama ist da. Die heißen auch, das ist so der Fachterminus für die Mama. Genau, das ist Mama. Mama. Ja, Mining Laser. Leg dich nicht mit Mutter. Mining Laser? Ich glaube, den brauchen wir. Hier vorne kann man irgendwie mit dem Bergbaulaser durch, genau, ja. Ja, möchte den wir nehmen? Ich halt nach hinten frei. Ich bin ja der Ingenieur hier. Genau, Ingenieur darf die mal mitnehmen. Habt ihr noch genug Muni? Ja, ich habe gerade welche hingelegt. Naja. Ansonsten kann ich auch noch welche hinlegen. Ach, ich weiß noch, damals haben wir mal, glaube ich, Witze gemacht, so nach dem Motto, ey, der Bergbaulaser, der zerhackt hier alles so schnell, nur Aliens. Das stimmt. Lohnt sich der nicht vielleicht komplett mitzunehmen? Denke ich auch. Wenn er hier schon liegt. Eier! Wir brauchen Eier! Da schlüpfen Käfer. Facehugger! Hinten! Fuck, ich bin infiziert! Ja, ich... Oh, scheiße, Entschuldigung.
das. Ja, da war auch noch ein Viech. Okay, Vorsicht, da kommt was raus. Okay, jetzt haben wir hier. Ja, ich bin auch weg. Ja, Alter, was? Krass! Ja, das sind fünf Leo Stück, oder? Ja, mein ja. Kein lebender Techniker, Mission wird neu gestartet. Ja, oh. Super. Ja. Kein lebender Techniker, die Mission wird neu gestartet. Nein. Okay. Also, gekillt hat euch nicht die Zuschauer von uns denken, was wir für Stokels sind. Stokels? Tja. Aber wir machen das gleich nochmal. Wollte ich gerade sagen, gleich nochmal. Genau, einfach go und dann. Ich nehme jetzt, glaube ich, einfach wieder die Elektrorüstung mit. Ich gehe mal auf neu starten, ne? Mach das. Okay. So, liebe Community, wir sind ja hier schmerzbefreit. Wer uns länger verfolgt, weiß das. Und wir sind ja C wie Leder und bewaffnet. Hart wie Kruppstahl, genau. Zur Not nehmen wir auch einen Bergbaulaser mit. Genau. Das macht uns ja alles nichts. Ey, wir wissen ja eigentlich, dass so Mining-Tools und Schweißgeräte, ne, das sind echt tolle Waffen, so ein Plasma-Cutter. Ja. Wollte ich gerade sagen, habt ihr nicht aus Dead Space Erfahrungen damit? Genau. Ja. Oh. Soll ich ein Sturmgewehr mitnehmen? Also ich weiß übrigens auch, woran es unter anderem gelegen hat. Woran? Mangelnde Zielwasserzufuhr. Ach so, ja, das ist ein ganz großes Problem. Ja, ist es. Mangelnde Zielwasserzufuhr. Ich weiß nicht, wollen wir irgendwas umstellen? Hier diese Personal Defense Weapon fand ich gegen die Käfer. Ganz passend eigentlich. Ich fand die auch ganz cool. Ja. Und ich meine, wenn wir den Mining Laser mitnehmen, ich werde sie ja eh nur ganz am Anfang benutzen. Oder ihr donnert so viel Munition raus, dass ich meine Munitionspakete bis dahin verbrauche. Das ist auch. Oder wir machen es andersrum. Du verbrauchst deine Munitionspakete als erstes. Ja, meint er ja. Und achso. Wir verbrauchen so viel Munition, damit er sein Munitionspaket verpulvert. Das krieg ich hin. Stellt euch auch alle in einer Reihe auf. Und ich heil gegen, genau. Dann kriegen wir auf jeden Fall genug Munition verbraucht. Moment, irgendwas stimmt aber nicht. Ich finde den Fehler. Achievement irgendwie? Okay. Go. Okay, ich klicke mal hier auf Mission Beginn, Leute. Jo, weiter geht's. Ah, das geht richtig ins Gehirn. Ne? Safety first, ihr wisst. Safety first? Ich geh mal bitte vor. Obwohl, nein, du hast hier die schwere Bombe, geh du mal hier vor. Genau, Mr. Kartoffel, du hast hier die richtig schwere Bombe, du machst das ja, jetzt. Ich hau hier einfach mal rein. Wollen wir es grundsätzlich so machen? Zwei gehen vor, dann komm ich und einer deckt nach hinten? Ja, dann können wir auch machen, dann... Dann würde ich nämlich fast sagen, SK deckt nach hinten, oder? Oh, genau, Rache! Nach hinten umgedreht geschossen. Weg, du Viech. Losing this fight is not an option. Smiley-Bombe. Smiley-Bombe, genau. Können wir eigentlich schon weitergehen einfach? Eine Smiley-Bombe, gibt's halt auch eine Joey-Bombe. Muss man doch hier nicht warten, bis das Vieh hier fertig ist. Sehr schön. Gehen wir wieder nach unten? Bleibt da sitzen. Das hat richtig reingehauen. Was wollt ihr hier? Spritzenden Viecher, hätte ich beinahe gesagt. Verdammt, verfehlt. So. Okay. Wow, wow! Oh, Dicker! Dankeschön. Ja. Safety first. Von hinten kommt einer. Ja, dann gehe ich nach hinten. Autsch. Du sprichst mich nicht an, du Ungeziefer. Okay, es hat mich angesprungen, ja. Komm mal her, du Viech. Ja, hier, guck mal. So verfahren wir mit Viechern wie dir. Kommt am besten mal nach hier unten, dann müssen wir nur eine Richtung verteidigen. Ja, das ist richtig. Ich lege hier mal so ein Heildings hin. Ja. Ja, Heil. Brauch mal hier Munition. Genau. Können wir ja, den Chef mitnehmen? So. Kannst auch gleich einen noch hinten legen. Noch einen hinten, genau. Okay. Leg gleich deine letzte auch noch hin. Ach ja, stimmt. So. Ja, super. Passt doch. Alle voll, alle geheilt. Zähne bewaffnet.
Hey, ich deck nach hinten. Okay. Ich brauche immer nur einen Schuss für solche Biester. Gut. Dann kann ich noch Zielwasser einwerfen. Werf so. Mal. Warte mal, ich gehe jetzt mal nach hier hinten, so. Schieß mal diese Eier auf Entfernung weg. Sehr gut. Ah, das ist perfekt. Okay, dann gehen wir unten lang, ja. So. Hinten ist aber kein Problem, alles ganz easy. So. Was ist hier hinter? Ist irgendwas? Das muss unser Freund Hacker machen. Kommst du her? Okay. Alles ganz relaxed hier, hier kommt nichts ran. Da ist irgendwas hinter, ich weiß noch nicht was. Das geht ist das, Leo? Hier. Ach, das ist doch. Das ist doch hier. Da ist irgendwas gemeint, das sieht wie ein Facehugger aus. Ja, kleine. Oh, ganz viele kleine. Ich weiß nicht, ob es Facehugger waren, deswegen. Oder ist noch mehr? Nee, das waren diese Käfer. Ja, da ist wieder so ein Mama-Bot. Mama-Bot. Ja, das haben wir nämlich. Was hast du davon, kleines Viech? Wow, wow, wow. Du hast keinen Welder, richtig? SK, hast du einen Welder? Nee, hab ich nicht, nee. Okay. Na, auf solche. Ist hier oben irgendwas Spannendes? Wir müssen hier aber. Nee, Quatsch. Moment, hier ist alles rot. Hier. Rot ist immer eine wichtige Situation. Hier oben liegt. Oh, hier ist eine kommst du? SK, komm. Wow, ich bin fast tot. Krass. Uah. Ja, ich auch. Weg von den. Ach du Scheiße. Kannst du dieses Panel einmal benutzen da drüben? Ja. Use Panel. Okay. Oh dann Gott. Komm mal bitte hier runter und heilen. Ja. Dankeschön. Meine Fresse, ich deck nach hinten. Mizi hat mich super verteidigt. Leo hat mich super verteidigt. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Vorsicht. Oh, weg! Ja, kein Problem. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen tricky. Oh, da drüben ist wieder so ein Mama-Bot. Nee, ist ein. Ach, das ist so ein Spucker. Vorsicht, Spitter! Oder wie auch immer. Spitter und Boomer, ja, super. Ja, wir haben nein, wie tust du? Die Brücke ist fertig hier. Ja. Wow, Facehugger. Witchbilder. Oh, du Viech, komm mal her. Was hast du jetzt davon? Noch mehr Facehugger, ich wurde getroffen. Ja, ich hab dich. Bleib stehen! Einfach nur stehen bleiben. Ah, ich auch. Mist. Ja, Entschuldigung, ich kann. Nee. Ich hab die Taste, ich war eh schon fast tot, ich hab die einzige. Renn nach rechts, SK, renn nach rechts. Komm her. Ja, super, ich hab auch einen. Tralalalala. Einfach drinbleiben. Noch einen, die ist gleich weg. Oh, und dann kommen gleich noch drei Stück. Ja, das war's. Cool. Was ist passiert? Leg noch einen Hand. Wir wurden gefacetagt. Ja. Keine Chance. Der Techniker lebt aber noch. Ja. Schön. Ich kann nicht vier Leute gleichzeitig heilen. Don't fuck around with the Mechanic. Ja. Da kommen welche. Rechts, links meine ich. Links, das andere links. Ah, oh mein Gott. Oh, was hast du jetzt? Den Minenlaser. Ein Lichtschwert. Hat das Ding Munition eigentlich? Ich müsste Munition gedroppt haben. Nee, aber es macht auch lächerlich wenig Schaden. Ich müsste außerdem Munition gedroppt haben. Für den Facehugger reicht's vielleicht. Komm, erkunde den Weg für uns. Da liegt Munition. Ammo-Satchel. Ah. Praktisch. Was habe ich jetzt bekommen? Tesla Trap. Aber da noch ein Stück weiter liegt noch mehr Munition, glaube ich, oder? Ja. Jetzt dürftest du ja genug haben, oder? Stimmt. Ey. Hallo. Was ist Facehugger hinter dir? Nein. Was ist denn? Ey, gut, ich bin bereit. Ja, mach mal. Erkunde den Weg. Beförderung. Ah, schön. Hallo. Oh, war das schön. Oh, traumhaft. Wundervoll. Ich glaube, hier hoch muss ich, ne? Ich kann leider nicht die Map einsehen, oder? Doch, du kannst Tab drücken, dann siehst du das. Ah ja, okay. Du musst grob nach rechts oben. Ja. Ich geh mal ganz kurz hier rum. Oh. Dieses Artillerie-Ding ist so ätzend. Ja. Glock. Ja, immerhin noch einen Schuss abgefeuert. Hier wird nichts verschwendet. Genau.
Wow. Das war von hinten Käfer und von vorne und so, du weißt schon. Was für eine Interaction. Oh, das ist Munition. Das ist auch ein Medipack. Oh ja, das. Oh nein! Oh, gerade noch geschafft. Eins. Genau. Passiert irgendwas? Ja, du heilst dich. Und da vorsicht, das auch. Das auch mal ein. Oh ja. Last man standing. Ja, ich muss mal ganz kurz hier diese Dinge hinten zerstören. So. Ah. Wenn du jetzt wieder die Map reißt, weißt du, ja? Isa. Aha, cool. Unser Mann an der Front. Oh, das Ding ist. Der macht aber vorher mein. Alter, das Teil ist ja heavy, aber du bist eh gleich tot. Oh nein! 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 Diese Drecksviecher. Tja. Okay. Wollen wir an dieser Stelle einen kurzen Cut machen, um uns zu besprechen und dann der Community den super Walkthrough zu präsentieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.